Also ich bin 10,5 cm größer geworden. Dennoch kann ich jetzt natürlich noch nicht richtig laufen. Als ich wach geworden bin, also ich weiß noch ganz genau, wie das war, Augen auf, habe erstmal geschrien. Und habe mir das so angeguckt, dachte mir so, oje, oje, was hast du gemacht? Hast du dir schon mal gewünscht, grösser zu sein? So ist es ihm Leon sein ganzes Leben gegangen. Darum hat er sich dazu entschlossen, eine Beinverlängerung zu machen. Dieses Jahr im Januar ist er in die Türkei geflogen. Heute besuchen wir ihn in Deutschland und er erzählt uns, wie es ihm geht. Also ich war vor der Operation 1,72,5 cm. Seit der Kindheit schon ist mir das so auch aufgefallen. Meine Mutter musste mich immer messen. Wenn ich einen Zentimeter zu klein gemessen war, wie ich mich selber gemessen habe, dann war ich schlecht gelaunt, sagen wir mal so. Ich habe auch Schuhe angezogen mit großen Absätzen. Und wenn mal ein Absatz zum Beispiel nicht 3 cm war, sondern nur 1,5, habe ich sogar den Absatz gemerkt. Ich habe schon Plätze gemieden, wo viele Menschen sind. Wo, vor allem jetzt mit einer Freundin, dass ich irgendwo hingehe, wo an einem Samstag, wo viele Menschen sind. Weil man fühlt sich einfach, auf gut Deutsch gesagt, sag ich mal, eklig dann. Also es hört sich echt komisch an, aber man fühlt sich so nicht männlich genug. Also man will doch als Mann ein Beschützer sein. Und wenn dann in der Reihe fast jeder Mann größer ist, fühlt man sich einfach schwächer. Ich weiß natürlich, das ist ein psychisches Problem eigentlich. Also es gibt bestimmt da draußen Männer, die noch kleiner sind und die trotzdem zufrieden sind und die haben auch meinen größten Respekt. Nur für mich war es halt einfach ein Problem. Der Leon sieht online, dass es eine Beinverlängerung gibt und für ihn ist klar, dass das die Lösung für sein Problem ist. Ich habe mir halt dann so einen Plan gemacht, dass ich jetzt erstmal mich vorbereite. Also dann habe ich ein halbes Jahr erstmal Dehnübungen gemacht. Dann habe ich es meiner Familie gesagt. Meine Familie war erstmal gar nicht begeistert. Genau, dann hat er mir das gesagt, dass er also gerne sich die Beine verlängern lassen würde, und zwar in der Türkei. Also habe ich dann nochmal doppelt schlucken müssen und dachte, in der Türkei? Also ich wusste gar nicht bis dato, dass es sowas gibt. Deswegen muss ich auch sagen, ich habe es gar nicht so für ernst genommen die ganze Zeit. Ja, ich dachte immer so, ein Humbug da. Und ich habe das erstmal ignoriert und gedacht, naja, das ist irgendwie so eine Spinnerei. Das wird vorbeiziehen. Der Leon geht nicht auf, bleibt hartnäckig. Schlussendlich akzeptieren seine Eltern den Entscheid, die Operation zu machen. Sein Vater übernimmt knapp die Hälfte von diesen 30'000 Euro, die die OP inklusive Aufenthalt und Therapie kostet. Ja, und so ist es gekommen, dass ich es dann am 24.01.2023 gemacht habe. Und da war meine Operation. Bei einer Beinverlängerung werden Knochen künstlich gebrochen. Nachher gibt es unterschiedliche Verfahren. Der Leon hat sich für äussere Fixateure an den Beinen entschieden. Mit Hilfe von einem Imbusschlüssel und den Fixateuren wird der Knochen viermal täglich gestreckt, total 1 mm pro Tag. Sehnen, Muskeln und Gewebe dehnt es mit, der Knochen wächst vorzu zusammen. Boah, als ich wach geworden bin, also ich weiß noch ganz genau, wie das war, Augen auf, habe erstmal geschrien. Dann gab es erstmal Schmerzmittel, dann war ich auch gar nicht so klar bei Bewusstsein, aber einen Tag später, wo es dann relativ ging, bin ich wach geworden, habe mir das so angeguckt, dachte mir so, oje, oje, was hast du gemacht? Also ich dachte so, das wirst du bereuen. Das war so mein erster Gedanke, ja. Die ersten 3 Wochen war Leon sein Vater bei ihm. Nachher kam seine Mutter, seine Freundin und seine Schwester. Im Leon ist in dieser Zeit nicht nur körperlich, sondern teilweise auch psychisch nicht gut gegangen. Eine schwierige Situation für seine Familie. Also ich kam ja da an und also es war auch ein spezielles Erlebnis. Also ich habe wirklich gedacht, mich trifft der Schlag dort. Ne? Aber ich weiß nicht, ob man dann auch über sowas sprechen soll. Mama, du redest halt nur negativ. Das nein, nicht scheiße. Nur negativ. Boah, aber das ist komplett scheiße, was du da erzählst die ganze Zeit. Du redest, da kommt nicht einmal was Positives. Ich weiß doch, was jetzt wieder kommt. Aber Schock, Panikattacke, alles schlimm, scheiße. Und Türken hattest melden sich eine, nicht. Hattest du eine, als du da warst? Hattest du eine? Du hast nichts gesehen. Hm. Nichts. Ich weiß, deins war noch schlimmer. Aber meins war auch schlimm. Weil damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe dir das gesagt. Ja, vor allem, ich habe mich nicht getraut, nach Hause zu reisen und ihn so da zurückzulassen. Und dann ist es halt Ausland, ne? Da kommt so vieles zusammen. Ich habe immer 3 Stunden, 4 Stunden geschlafen. Ich hatte ganz viel Muskelschmerzen auch. Ich konnte nicht laufen. Ich war auch einen Monat wirklich komplett schwindelig. Mir war immer schlecht, ich konnte nichts essen. Also ich habe 10,5 cm verlängert. Die sichere Zone ist 6 bis 8 cm. 9 kann man auch noch machen, aber alles drüber ist dann risikobehaftet. Total war Leon fast 4 Monate in der Türkei. Auch seine Freundin, die schon vor der OP kleiner war als er, hat ihn besucht.
Also meine Freundin hat mir im Vorfeld gesagt, dass ich das gar nicht nötig habe. Also ich brauche das nicht. Sie liebt mich so, wie ich bin. Und das habe ich auch mega zu Herzen genommen und habe ihr auch gesagt, dass ich das echt schätze. Ich habe die OP für mich gemacht, ich habe die nicht für Frauen gemacht, ich habe sie auch nicht für irgendjemand anderen gemacht. Und dementsprechend war es mir egal eigentlich, was andere Leute sagen, weil ich wusste so, für mich, den Weg werde ich gehen. Als ich zurückgekommen bin, war es natürlich ein sehr magischer Moment für mich. Aber das Krasseste ist nicht neben meiner Mama zu stehen, sondern neben meinem Vater. Das ist das Krasseste. Weil ich weiß, wie für mich war mein Vater so groß. Aber ich kann es echt immer noch nicht glauben, neben dir zu stehen. Es ist echt krass. Also es ist wirklich, es ist surreal. Es ist surreal. Also wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, das ist so crazy, echt. Es ist wirklich, also wir sind auf jeden Fall gleich groß. Nee, du bist größer. Du bist größer. Der Leon ist sich bewusst, dass die Operation extrem und kontrovers ist. Doch er hat sein Ziel noch nicht erreicht. Vorab war mein Ziel halt 1,90 zu werden. Ich bin ein Mensch, der sehr zielstrebig ist. Und wenn ich sage, ich nehme mir was vor, dann nehme ich mir das auch vor. Und dann ändere ich nicht meine Meinung wie Unterhosen. Und ich habe mir das gesagt und deswegen ist das mein Weg. Möchtest du dich vor der zweiten OP? Ja. Ja. Für mich hat er jetzt schon eine ideale Größe. Also für mich macht es keinen Sinn, noch größer zu werden. Ich weiß gar nicht, weshalb. Ist es das wert? Also es ist halt die Frage, wie sehr man was will. Und ich möchte halt in diesem Leben so die beste Version von mir selber sein. Ja. Bist du stolz auf Leon? Ja. Ja. Aber wärst du froh, es hätte nicht diesen Weg sein müssen? Klar. Also es ist schon, war schon eine krasse Nummer. Ja, das eigene Kind leiden zu sehen, oder? Leon, wie ist das für dich, das zu hören? Ja, ich habe die Bilder auch noch im Kopf. So. Also ich meine, wenn ich jetzt einen Sohn hätte, dann würde ich genauso denken wie meine Mutter. Und das verstehe ich auch absolut. Und ja, aber ich habe auch oft Tränen in den Augen gehabt oder immer noch. Und ja, es war heftig, so auch für meinen Vater, für meine Mutter, für mich. Es war ein steiniger Weg. Es war ein steiniger Weg, ja. Ich bleibe der Meinung, dass wenn ich psychisch stark genug bin, dass ich halt das Glück oder der Erfolg, sag ich mal, auch anders kommen würde, wie wenn ich halt in einem Loch wäre oder wenn ich unzufrieden wäre. Ich fühle mich jetzt, männlicher ist das falsche Wort, glaube ich, aber ich fühle mich einfach, ja, sicherer, einfach zufriedener in jeglicher Hinsicht. Dennoch kann ich jetzt natürlich noch nicht richtig laufen. Also ich bin jetzt einen Monat nach Entfernung der Fixateure, sehe mich natürlich einfach wieder normal laufen zu können. Also eine genaue Prognose kann man nicht geben, wann wieder was eintreffen wird. Da ich wirklich, sage ich mal, Maximum verlängert habe, wird es bei mir länger gehen wie bei anderen. Aber ich denke, in 2 bis 3 Monaten genau werde ich wieder normal ohne Krücken laufen können. Für mich bin ich noch nicht fertig. Muss ich ehrlicherweise sagen, ja.